Ich werde ein echter Gewinner sein. Pass auf dich auf, Kleiner. Diese Kaschemme ist voll mit krummen Typen. Was machst du da? Ich bin der Typ in deiner Ecke. Und so reden nun mal Typen in der Ecke. Wie alte Männer? In Filmen ist es so. Jetzt hör mir ganz genau zu. Du wirst hart bleiben, dich bewegen, schweben wie ein Schmetterling und zuschlagen. Hey! Leg dich ein, Tomatendose. Tomatendose? Was soll das überhaupt bedeuten? Er will dich nur verwirren, Kleiner. Naja, das scheint zu funktionieren. Wann kämpfe ich gegen ihn? Nicht so schnell, Kleiner. Er ist in der anderen Gruppe. Du wirst nur gegen ihn antreten, wenn ihr beide ins Finale kommt. Und es sieht so aus, als ob er das schaffen wird. Oh, der Titelverteidiger Eiserner Kyle erringt einen weiteren Sieg in dieser wunderbaren Amateur-Wrestling-Nacht, Steve. Da hast du völlig recht, Bill. Man kann die Leidenschaft fürs Wrestling förmlich riechen. Ein Neuer in diesem Wettkampf wird nun den Ring betreten. Der Crushstar! Das war ein leichter Sieg für den Crushstar. Womöglich haben wir hier einen neuen Anwärter auf den Titel. Ich blende dich! Ich dachte, das funktioniert. Schau mal, dort drüben, da kommt eine Ablenkung. Haha! Oh, autsch! Entschuldigt mich bitte, ich muss mir die Nase pudern. Oh, wow, das wird garantiert ein Pfeilchen geben. Allerdings, da hinten hat vor Schreck jemand sogar seine Cola fallen lassen. Eins, zwei, drei, aus, 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 Giga! Das ist ja fast schon zu leicht. Das Preisgeld gehört so gut wie mir. Und im Ring scheint alles den gewohnten Gang zu gehen. Der eiserne Keil ist auf dem besten Weg, seinen Titel zum 100. Mal zu verteidigen. Eigentlich ist es erst das 99. Mal. Hey, ich habe eine Frage. Was meinst du, wieso er eiserner Keil genannt wird? Weißt du was, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich nahm immer an, das sei eine Metapher für seine zerstörerische Kraft. Nun, das ist zumindest eine mögliche Erklärung. Wer ist der Nächste? Das ist der Champion? Jeder kann doch sehen, dass er Metallarme hat, oder? Wieso verstecke ich dann meine? Konzentrier dich, Crushstar. Es geht nicht nur darum zu gewinnen. Dieser Kerl verletzt andere und du musst ihn aufhalten. Komm ins Finale, klar? Na gut. Gut gemacht, Crushstar. Jetzt stopp diesen Blechmann und fahr den Sieg ein. Und den Scheck auch. Oh, du hattest einen ordentlichen Lauf, Ketchupflasche. Aber ich werde für immer der Midwest Arena Wrestling Champion bleiben. Oh, Steve, sieht aus, als könnte das erste große Match des Abends werden. Ja, stimmt, Bill. Zum Glück stehe ich nicht im Ring. Dafür ist der große Rote die beste Chance, einen Kampf zu sehen, der länger als 5 Sekunden dauert. Okay, eiserner Kai, dann sehen wir mal, wie gut du damit klarkommst. Ziemlich gut.